So, grüß euch. Heil haben wir ein Thema. Eigentlich wollte ich ja nichts mehr dazu sagen. Zu diesem Weltgeschehen. Aber ich muss wirklich mal was loswerden. Nochmal. Ich habe ja schon mal ein Video drüber gemacht. Über die Landwirte. Bauern, ne? Wie man landläufig sagt. Was sie ja nicht mehr sind. Das sind sie ja schon lange nicht mehr. Es gibt ja keine Bauern mehr. Also wenige. Es gibt schon noch Bauern, aber wirklich wenige. Aber wenn ich mir das jetzt gerade anschaue, was da los ist. Ich habe gestern ein Video gesehen, so ein Zusammenschnitt von den Bauernprotesten in Berlin. Und man sah dann auch dieses Zeichen, diese Pflugschar und dieses Schwert. Und ich habe mir die Beschreibung dann angeschaut, die gemeinsamen Ziele, die gemeinsamen Werte, für die man jetzt einsteht. Und ich habe mich wirklich geschüttelt. Ich habe gedacht, was für eine Welt leben wir eigentlich? Also die Bauern, die jetzt im großen Stil, ja, nicht nur in Deutschland, das ist ja ein internationales Problem, über Jahrzehnte hinweg sich gedreht haben wie das Fähnchen im Wind, wo die meisten Subventionen zu kassieren sind, hat man sie ausgerichtet, wenn man sich das leisten konnte. Das muss man immer dazu sagen, weil es ist nicht so, dass ich grundsätzlich über Bauern schimpfe oder herziehe oder sie in ein negatives Bild rücke, aber man muss einfach mal von der Mehrheit ausgehen. Die jetzt über Jahrzehnte hinweg Subventionen kassiert haben. Was sind denn Subventionen? Warum subventioniert man etwas? Man subventioniert etwas, weil es zwar notwendig ist, aber nicht produktiv funktioniert. Man subventioniert etwas, weil man eine gigantische Überproduktion hat und die Überproduktion nach marktwirtschaftlichen Regeln nicht verkaufbar wäre für einen anständigen Preis. Ich denke mir zurück, ich meine, ich bin jetzt Anfang 60er Jahre. Und wir haben in der Schule gelernt vom Butterberg, vom Milchsee. Die einen oder anderen können sich an die Begrifflichkeiten sicher noch erinnern. Das heißt, wir haben in den 70er Jahren in der Schule schon gelernt, dass wir gigantische Überproduktion an Milchprodukten haben. Und da hat sich bis zum heutigen Tag nichts geändert, absolut gar nichts. Jetzt geht man mal raus, schaut man doch einmal das normale Gewerbe an, die normale mittelständischen Betriebe, kleine Betriebe, die irgendwelche Produkte herstellen, die einfach auf dem Markt nicht verkaufbar sind, verkäuflich sind, weil eine Überproduktion da ist. Was passiert mit den Betrieben? Die gehen pleite, gehen Konkurs oder sie ändern etwas in ihrer Ausrichtung, versuchen sich an neuen Produkten, an einer neuen Marktausrichtung. Ja? Werden die subventioniert? In der Regel nein. Warum werden Bauern subventioniert? Das ist doch mal eine interessante Frage. Und ich meine, es gibt viele unglaublich tolle Beispiele, wo Betriebe abgespeckt haben, weg sind von ihren computergesteuerten Milchviehhaltung, wo man über Computer jedem Tier die Portion Medikamente zuteilen kann, das Futter zuteilen kann, also in das Futter dann schon Medikamente mit reinpacken kann, computergesteuerte Melkanlagen, die 1000 Daten erfassen und messen, Traktoren braucht, die 100 bis 250.000 Euro kosten, nur die Traktoren, da kommen ja die ganzen Zusatzgeräte nur dazu. Also von was reden wir eigentlich? Wenn man sich die Bilder jetzt zum Beispiel anschaut in Berlin, schaut euch mal die Traktoren an. Schaut euch mal die Traktoren an. Das ist gewaltig. Das ist wirklich gewaltig. Und diese Dinge sind möglich wegen Subventionen. Und sie sind nur möglich wegen den Subventionen. Das muss man auch mal dazu sagen. Sie sind nur möglich wegen den Subventionen. Man hat sich also selber freiwillig abhängig gemacht von dieser Spritze, die übrigens jeder Steuerzahler bezahlt. Und ich hatte vor kurzem auch die Diskussion, Steuern zahlen, ja oder nein, zahlt ein Bürgergeldempfänger Steuern? Natürlich zahlt er Steuern. Er zahlt halt keine Einkommensteuer, aber Einkommensteuer ist beileibe nicht die einzige Steuer, die wir haben. Mit jedem Einkauf, den wir tätigen, zahlen wir teilweise zwei- bis dreifach Steuern. Ja. Wir haben zum Beispiel Mineralölsteuer auf die Mineralölsteuer, da kommt dann nochmal die CO2-Steuer drauf und auf dieses ganze Steuerpaket kommt dann nochmal eine Wertsteuer drauf. Da würde ich mal so an alle
Menschen appellieren, die sich mit Recht auskennen, Anwälte, Staatsanwälte, Richter. Ist das überhaupt machbar? Darf man das in Deutschland auf Steuern erheben? Meines Wissens ist das verboten und untersagt. Und trotzdem passiert es. Also das mal so ganz nebenbei. So, und jetzt geht man auf die Straße, und was ich wirklich so als Vorwurf mache den ganzen Leuten gegenüber ist, man ist nicht auf die Straße gegangen, wenn man die Kinder im Sommer bei 30 Grad im Schatten zum Sportunterricht mit Maske gezwungen hat. Das hat niemanden interessiert. Da ist keiner mit den Traktoren, mit den LKWs, mit den Autos nach Berlin gefahren. Klar, wir hatten 2020 Großdemonstrationen zweimal in Berlin mit richtig vielen Menschen, hat ja auch damals keinen interessiert, aber wo waren denn da die Bauern? Es hat niemanden interessiert, als die Kinder gezwungen wurden, sich frei zu testen, um in die Schule gehen zu können. Es hat niemanden interessiert. Wir leben ja in der Pandemie, ne? In der Jahrhundertpandemie. Es hat niemanden interessiert, es ist niemand auf die Straße gegangen. Als die Lockdowns waren, wo waren denn die Leute? Wo waren die Zehntausenden von Bauern mit ihren Traktoren? Man hat nichts gesehen, oder? Man hat nichts gesehen. Also alles, was die anderen angeht, ja, das ist mir dann scheißegal, weil da haben wir dann den Weg des geringsten Widerstandes. So, um was geht es jetzt den Bauern? Es geht schlicht und ergreifend um die Kohle. Um nichts anderes. Natürlich mit der Kohle verbunden, Existenzängste, und dann greift man schnell auf die Narrative zurück. Wir sind ja Familienbetriebe schon in Generationen, die Tradition muss aufrechterhalten werden. Welche Tradition? Andere Betriebe, die in dritter, vierter Generation Handwerksbetriebe, die existiert haben, die zusperren mussten nach dem Lockdown, war auch völlig egal. Wo sind denn die Subventionen? Auch diese Menschen mussten neue Wege suchen und mussten das Althergebrachte loslassen. Das fällt scheinbar vielen schwer, und gerade den Bauern fällt es schwer. Und was mir eigentlich am allermeisten aufgefallen ist, was mir echt stinkt, ist dieses Logo, was man gesehen hat, Pflugschar und Schwert, oder die Pflugschar als Symbol für die Verbundenheit mit der Erde. Ehrlich, mal Hand aufs Herz. Wie viel Gift habt ihr die letzten Jahrzehnte ausgebracht? Wie viel Gift? Wie viel Tonnen und Abertonnen Pestizide? Ich weiß, der Begriff Pestizide, den gibt es eigentlich nicht, der Oberbegriff. Aber wie viel Tonnen an Fungiziden, Herbiziden, Insektiziden habt ihr ausgebracht in den letzten Jahrzehnten? Alles biologisch abbaubar, klar, Werbeversprechen von Monsanto und BASF, ist alles biologisch abbaubar. Nichts davon ist biologisch abbaubar. Wie viel Gülle hat man ausgebracht? Ich habe neulich ein Video gesehen, ich glaube es war von Ulm oder Stuttgart, ein urschwäbischer Dialekt, wo ein Bauer, der wohl dort in der Region ziemlich bekannt ist, mit sehr lauter Stimme krakeelt hat, das sei Dünger. Ehrlich? Konventionelle Landwirtschaft versus biologische Landwirtschaft. Hat man sich mal die Frage gestellt, dass eine konventionelle Landwirtschaft eigentlich das Unnatürlichste ist, was wir haben? Einfach mal die Fragen stellen, einfach mal runterbrechen auf simple Geschichten. Ist nicht die biologische Landwirtschaft eigentlich die, die konventionell sein sollte? Wenn man wirklich eine Erdverbundenheit, eine Verbundenheit mit der Natur leben möchte, dann sollte man die Natur auch so behandeln. Ich habe hier mal mit einem Bauern gesprochen vor ein paar Jahren. Der hat mir gesagt, wenn du eine Wiese umbrichst und Acker draus machst, 2 Jahre mit Gülle arbeitest, ist das Bodenleben kaputt. Es gibt keine Regenwürmer mehr. Wir sind tot. Wie sollen die Gülle vertragen? Aber es ist Dünger. Ne? Es sind simple Geschichten. Das sind einfach ganz simple Zusammenhänge, die eigentlich jeder erkennen kann. Nur scheinbar die Bauern nicht. Die Bauern sind auch nie verantwortlich gewesen für den Anstieg von Nitrat im Grundwasser. Das waren nie die Bauern.
Ich habe mir vor 25, 30 Jahren schon die Argumente angehört, als in weiten Teilen der Republik im Grundwasser der Nitratgehalt angestiegen ist. Und zwar teilweise dramatisch. Ich kann ein Lied davon singen, weil ich selber mal in einem Bahnhof gewohnt habe, 4 Jahre, wo der Bauer, der das Grund gepachtet hatte, bis tatsächlich wirklich bis an meinen Brunnen, wo ich mein Trinkwasser her hatte, seine Sachen angebaut hat, gedüngt hat und geodelt hat. Der Nitratgehalt war bei 68 Milligramm pro Liter. Und ich habe ihm das gesagt und gesagt, ich kann da nichts dafür. Du wirst mir doch jetzt nicht vorwerfen, dass ich daran schuld bin, dass du so einen hohen Nitratgehalt hast im Grundwasser. Klar. Mein Nachbar drüben, der hatte keinen Acker bis an sein Grundstück hin. Der hatte kein Problem mit dem Nitrat. Da ist jahrzehntelang nichts passiert drumherum, dort wo sein Trinkwasserreservoir, sein Brunnen war. Versteht ihr? Und jetzt geht man auf die Straße, weil es darum geht, dass es keine Subventionen mehr gibt oder geben soll. Das bringt die Bauern jetzt auf die Straße. Das ist ein tragisches Argument. Ich sage es ganz ehrlich, das ist ein wirklich tragisches Argument. Wenn ich lese, dass eines der gemeinsamen Ziele der Bauern das Tierwohl sei, da ist in meinem Kopf so ein großes Loch, Unverständnis. Wenn es einem um das Wohl der Tiere geht, warum schlachtet man sie? Warum lässt man eine Kuh, die eine Lebenserwartung hat von mindestens 26 Jahren, nach 4,5 Jahren schlachten, weil sie kaputt ist? Oder offizielle Zahl vom Bauernverband in Bayern. Durchschnittsalter einer Milchkuh liegt bei 4,5 Jahren. Ein Tier, das von Natur aus mindestens 26 Jahre leben würde, ist das Tierwohl? Kann man das wirklich Tierwohl nennen? Mal ganz ehrlich, man nimmt Begrifflichkeiten her, die eigentlich krank sind in diesem Kontext. Die sind wirklich krank. Das alles interessiert euch nicht. Für euch sind Tiere nur ein Mittel, um Profit zu erzeugen. Nicht mehr und nicht weniger. Wir haben eine gewaltige Überproduktion. Es werden Tiere quer durch die EU gekarrt, um Subventionen zu kassieren, damit zum Schluss das Billigfleisch beim Aldi und beim Lidl liegen kann. Wo ist da das Tierwohl? Mal ganz ehrlich. Und selbst wenn ihr eure Tiere jahrelang auf der Weide draußen stehen lasst und sie zum Schluss doch nur schlachtet, habt ihr sie nur aus einem einzigen Grund da draußen stehen, damit ihr sie schlachten könnt. Profit. Es geht um ganz schnöden Profit. Dass das Ganze nicht mehr rentabel ist, das wissen wir ja mit den Schweinemastbauern schon seit vielen, vielen Jahren. Wir wissen es von der Milchproduktion. Es ist nicht rentabel. Und trotzdem macht man weiter, weil es gibt ja die schönen Finanzspritzen, oder? Genannt Subventionen. Deswegen macht man weiter. Keiner braucht es, keiner will es, aber trotzdem macht man weiter. Und dann hat man die CMA, die dann immer schön Werbung macht und Werbung macht und Werbung macht und Lügen unter das Volk bringt, ja. Wie schon in den 60er, 70er Jahren, ne? Fleisch ein Stück Lebenskraft, die Milch macht's, oder Calciumlieferante Milch. Weiß man seit über 50 Jahren, dass die Milch dem Körper Calcium entzieht. Das weiß man. Interessiert ja niemanden, oder? Man kann ja in der Werbung lügen, ist ja kein Problem. Steht ja, wie tief das in den Köpfen der Menschen sitzt, diese ganzen Lügen. Das ist unglaublich. Und jetzt geht man hin und sagt, ich gehe jetzt auf die Straße, weil das ist jetzt zu viel. Also jetzt, dass die Subventionen gestrichen werden. Ihr seid keine Bauern mehr. Ihr seid gleichzustellen mit jedem anderen Betrieben auch, denn ihr arbeitet nach den gleichen Prämissen mit den gleichen Methoden. Mit dem geringstmöglichen Aufwand den größtmöglichen Gewinn zu erzielen. Ist es nicht so? Und dass jede Subvention recht. Kennt ihr irgendeine andere Branche in Deutschland, außer vielleicht noch Braunkohle, die so arbeiten kann? Ihr wart jahrzehntelang privilegiert. Jahrzehntelang.
Ja, ich weiß. Die kleinen Bauernbetriebe, die nicht mehr wirtschaftlich arbeiten konnten, mussten zusperren. Nebenerwerbslandwirte gab es ja viele, viele Jahre, auch heute noch. Die halt nur so arbeiten, dass es gerade umgeht. Ja, müssen übrigens viele andere Leute auch. 8 Millionen Menschen in Deutschland, die einen Zweit- oder einen Drittjob machen müssen, um das Existenzminimum zu verdienen. Da sind keine Bauern dabei. Also ihr seid dort nicht allein. Ihr reiht euch ein in eine ganze Reihe unterschiedlichster Kategorien an Betrieben, an arbeitender Bevölkerung, die auch hart arbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Dort reiht ihr euch ein. Niemand von denen ist auf die Barrikaden gegangen. Es wäre vielleicht sinnvoll gewesen, das ganze System mal in Frage zu stellen. Aber ihr geht nicht auf die Straße und blockiert Berlin wegen dem ganzen System. Euch geht es nur um die Kohle. Und da muss ich sagen, das finde ich verwerflich. Das finde ich wirklich verwerflich. Weil euch jahrzehntelang alles egal war. Naja gut, dann kriegen wir halt Auflagen, wie viel wir spritzen müssen, wenn wir so und so viele Subventionen kassieren und so große Grundstücke haben. Ja, dann ist es halt so. Ja, dann spritzen wir halt. Komm, ist ja jetzt kein Problem, oder? Dass ihr die Umwelt vergiftet, die Böden vergiftet, das Grundwasser vergiftet, die Menschen vergiftet. Ich nenne nur mal ein Beispiel. Reifspritzung mit Glyphosat. Das Reifspritzen von Weizen mit Glyphosat. Ein paar Tage bevor die Ernte ist, spritzt man nochmal Glyphosat. Nicht an Tagen, wo es regnen könnte, dass das Glyphosat nochmal abgewaschen wird, sondern in trockenen Tagen, damit das Korn gleichmäßig abreift. Biologisch abbaubar in 4 Tagen an der Ähre, die dann anschließend in die Mühlen geht, gemahlen wird, zu Teigwaren und Brot verarbeitet wird, was die Leute essen. Man hat kein schlechtes Gewissen dabei, oder? Machen ja alle. Das machen ja alle, oder? Wenn ein Otto-Normalverbraucher 5 Liter Gift mal draußen umkippt, gibt schon riesen Tamtam. Wenn der Bauer tonnenweise seinen Kunstdünger da draußen lagert, kein Problem. Ist ja kein Gift, ist ja Kunstdünger, oder? Die letzte Zahl, die ich gelesen habe, die ist jetzt schon 2 Jahre alt oder 3 Jahre sogar. 14.000 Tonnen Uran zusätzlich ausgebracht auf die Fläche der Bundesrepublik Deutschland, auf die Ackerflächen. 14.000 Tonnen Uran über Kunstdünger. Selbstverständlich. Weil in diesem Kunstdünger Uran mit drin ist, der wird ja nicht rausgenommen. Der kommt beim, ich glaube, Phosphatabbau, ist Uran mit dabei, in der Regel ist das so. Und er wird dort nicht rausgearbeitet, sondern verbleibt dort und wird dann flächendeckend verteilt. 14.000 Tonnen. 14.000 Tonnen. Hat euch das jemals interessiert? Hat es die Menschen überhaupt jemals interessiert? Nicht nur die Frage an die Bauern gerichtet, sondern tatsächlich an alle selbstdenkenden Menschen. Hat es jemals irgendjemanden interessiert? Ich sehe hier in meinem Umfeld, im direkten Umfeld, sehe ich Gott sei Dank mittlerweile viele Felder, die mit Gründüngung, gerade jetzt im Winter zur Herbstzeit hin, mit Gründüngung bepflanzt werden. Das ist wunderbar. Das geht schon mal in eine gute Richtung. Und trotzdem sehe ich immer wieder Berge an Kunstdüngern dort liegen, die dort manchmal über Wochen hin lagern, abgeregnet werden. Das heißt, also konzentriert dieser Dreck in den Boden geht. Konzentriert. Punktuell auf dem Fleck, wo diese Berge liegen. Über Wochen flackt es da draußen. Liegt. Entschuldige, manchmal vertue ich mich mit Bayerisch. Also, das sind alles Sachen und die Liste würde unendlich weit geführt werden können, was Landwirte die letzten Jahrzehnte mit unserer Umwelt angestellt haben.
Und es geht immer um Profit, weil es ist nie genug. Es ist nie genug. Ich frage mich wirklich, wie es Betriebe schaffen. Und es gibt viele Beispiele von Junglandwirten, die die ganzen computergesteuerten Scheißanlagen aus ihren Häusern, aus ihren Ställen verbannt haben. Die Riesenanzahl an Tieren aus ihren Ställen verbannt haben und gesagt haben, ich möchte wieder Bauer sein. Kein Sklave von computergesteuerten Anlagen. Kein Sklave von irgendwelchen Subventionen. Und es funktioniert. Die verkaufen ihr vielfältiges Gemüse im Umland, direkt im Umland. Und es funktioniert, sie können davon leben. Aber wenn man sich abhängig gemacht hat von all diesem Irrsinn, und ihr müsst euch das mal vorstellen, was kosten denn die Anlagen, die heute in so Bauernhöfen stehen, die 500 Stück Vieh, 1000 Stück Vieh, 2000 Stück Vieh irgendwo drinstehen haben. Was kosten diese Anlagen? Es muss alles bezahlt werden. Wer bezahlt denn die Rechnung? Wer bezahlt denn die Rechnung für diesen ganzen Irrsinn? Das ist Irrsinn. Tierwohl. Wisst ihr, das sind so Begrifflichkeiten. Ich weiß noch, als in Landsberg am Lech die große Schlachterei aufgemacht hat, das ist ja auch schon, glaube ich, 20 oder über 20 Jahre her, dann hat man eine Begrifflichkeit verwendet, nämlich humanes Töten. Kann mir bitte jemand erklären, was humanes Töten ist? Das ist so widersprüchlich in sich. Und Jahre später hat eine Bio-Schlachterei in Schlachthof aufgemacht in Landshut oder in der Nähe von Landshut, wo nur Bio-Schlacht und Bio-Rinder und Bio-Schweine und Bio-Zeug geschlachtet wurde. Da hat man sogar noch eins draufgesetzt, das war das Topping obendrauf. Artgerechte Tötung. Artgerechte Tötung. Ich habe noch nie etwas Lebensverachtendes gehört in einem Wort. Und es wird gefressen. Die Leute fressen diese Begriffe. Ja klar, artgerechte Tötung. Das setzt voraus, dass Tiere nur auf diesem Planeten sind, damit wir Menschen sie töten können. Respekt, sage ich da. Wirklich Respekt. Das ist eine unglaubliche Abwertung und Verachtung allem Leben gegenüber, dass man solche Begrifflichkeiten überhaupt erfindet. Und man denkt nicht drüber nach. Das ist das Schlimmste. Und man macht einfach weiter, weil es verlangt ja die Tradition. Wir müssen ja in der Tradition agieren. Wir können nicht alte Gefilde verlassen und uns ins Neue einlassen. Es geht nicht. Wir können nicht nachdenken und drüber denken, was wir eigentlich anstellen da draußen in dieser Welt. Was wir zerstören, was wir kaputt machen, was wir unwiderruflich auslöschen. Da können wir nicht drüber nachdenken, weil die Tradition steht an erster Stelle. Familienbetriebe über Generationen hinweg, die müssen aufrechterhalten werden. Wieso? Die Welt verändert sich. Warum verändern wir uns nicht? Die Situationen verändern sich. Warum verändern wir uns nicht? Warum halten wir fest an alten Dingen, wo uns die Welt zeigt, dass es so nicht mehr geht? Ihr könnt so nicht mehr weitermachen. Das ist das, was die Zeit uns heute sagt. Das gilt für uns alle. Das gilt nicht nur für die Bauern. Das gilt für uns alle. Wir alle sind aufgerufen, neue Wege zu beschreiten. Uns Gedanken zu machen über eine neue Zeit. Die alte wird vergehen. Wir leben tatsächlich jetzt in einer Endzeit. Warum denken wir da nicht drüber nach? Wir heben Anspruch, dass das, was wir jetzt in den letzten 30, 40, 50, 60 Jahren erlebt haben, dass das immer so weitergeht, über die nächsten 100 Generationen. Auf das erheben wir Anspruch. Wir verhalten uns wie
wie Krebszellen auf diesem Planeten. Im Kollektiv ist uns das wurscht, was da draußen passiert. Wir zerstören einfach alles. Alles, mit dem wir zusammenkommen, werden wir zerstören. Das ist das, was wir jetzt gelernt haben, oder? Vielleicht ist es Zeit, wirklich mal neue Wege zu beschreiten und mal Zeit, auch wirklich nachzudenken. Anstatt sich in sein Traktor zu setzen, nach Berlin zu fahren, mal wirklich darüber nachzudenken, ob das, was man die letzten Jahrzehnte getan hat, wirklich mit Natürlichkeit etwas zu tun hat. Ein natürlicher Umgang mit unser aller Ressourcen. Denn eins kann ich hier auch an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Niemand auf dieser Welt kann ein Stück Erde besitzen. Auch wenn wir das so sehr glauben und uns denken, ich habe doch Geld dafür bezahlt, das ist doch meins. Ist das so? Hat Gott die Welt in Parzellen geteilt? Hat Gott Grenzen gezogen? Hat Gott gesagt, ihr dürft das alles tun, ihr dürft das alles kaputt machen? Wir machen alles kaputt auf dem Planeten. Ist uns das eigentlich bewusst? Und wir gehen auf die Straße, wenn man uns die Subventionen streicht. Jetzt können wir es nicht mehr kaputt machen, jetzt haben wir keine Kohle mehr. Wir können es nicht weiter kaputt machen. Tierwohl, Verbundenheit mit der Erde. Unglaublich. Unglaublich, das ist so eine unglaubliche Heuchelei. Es geht einfach nur um den Profit. Nicht mehr und nicht weniger. Und der ist jetzt gefährdet. Und jetzt gehen wir auf die Straße. Alles andere, was die letzten 3 Jahre passiert ist, hat uns eigentlich überhaupt nicht interessiert. Aber beim Profit, da hört es jetzt auf, ne? Da verstehen wir jetzt keinen Spaß mehr. Es ist eine wunderbare Welt, die wir uns erschaffen haben, oder? Es ist eine wunderbare Welt. Und die Menschen freuen sich, dass jetzt die Bauern auf die Straße gehen und klatschen Applaus und jubeln und machen und tun. Es ist der Beginn, wisst ihr? Es ist der Beginn, die Endzeit. Die Endphase der Endzeit wurde eingeläutet. Das ist das, was jetzt passiert. Wir treten in die Endphase ein und all diese Dinge werden jetzt ans Licht kommen und die Menschen werden kämpfen, nicht um der Natur, nicht um des Lebens willen, sondern wegen ihrem Geld. Da sollte man wirklich mal innehalten, jetzt zur starken Zeit hin, wo man sich ein bisschen zurückziehen sollte zu den Feiertagen, die ja auch keine mehr sind. Das Weihnachten, was man jetzt hat, wisst ihr, früher, vor 20, 25 Jahren, hat man noch an den Feiertagen rum so eine eigene besinnliche Atmosphäre noch gespürt. Die ist komplett weg. Die ist komplett weg, die wurde komplett ersetzt mit Kaufwahn, Kaufirrsinn mit Materialismus überdeckt und übertüncht, dass eigentlich nichts mehr spürbar ist von Besinnlichkeit. Zurückziehen, mal nachzudenken, das Jahr geht zu Ende, dass man mal so ein bisschen Revue passieren lässt, mal so in sich geht und mal Dinge neu überdenkt. Gibt's nicht mehr. Das gibt's nicht mehr. Wenn wir eine Neuausrichtung versuchen, dann ist es immer nur eine Neuausrichtung nach Profit. Es geht immer nur nach Profit. Es geht nicht darum, seinen Lebensunterhalt zu sichern. Versteht ihr, es ist ein Unterschied, ob ich für meine Familie 2000 Euro im Monat verdienen muss, damit ich sie im Leben erhalten kann, oder ob ich für 20.000 Euro im Monat in die Arbeit gehen muss oder meinen Betrieb führen muss, damit ich diese ganzen scheiß computersteuerten Anlagen und die ganzen Traktoren finanzieren kann. Ich hatte gestern ein Telefonat mit einem Freund, der sagt, ja, die armen Bauern, jetzt haben sie Millionen Schulden gemacht für diese ganzen Geschichten, jetzt dreht man ihnen den Hahn zu. Ja, hat man sie denn gezwungen? Mir ganz ehrlich, hat man irgendeinen Bauern zu irgendwas gezwungen?
Alle Menschen machen das, was sie tun, mehr oder weniger freiwillig. Ich weiß, da gibt es viel Kritik. Wir sind Opfer der Umstände und das ganze Zeug. Und nicht jedem ist es eben möglich, etwas zu verändern. Ja, ja, ich kenne diese Ausreden. Jedem ist es möglich, etwas zu verändern, wenn er denn nur wirklich will. Wir sind keine Opfer der Umstände. Wenn wir uns dazu machen, dann haben wir jegliche Eigenverantwortung abgegeben. Jegliche. Und es geht um eigenverantwortliches Handeln. Und zur Eigenverantwortung gehört dazu, dass man die Umwelt so behandelt, dass sie nicht zerstört wird. Dass man die Tiere so behandelt, wie es ihnen zugedacht ist. Nämlich Respekt vorm Leben, dass man ihnen nicht das Leben nimmt um des Profitwillens und um den Gusto, den man hat, die Gelüste nach Fleisch, oder? Es ist nicht notwendig, dass man anfängt nachzudenken, was ist wirklich sinnvoll, was ist wirklich gut. Unser ganzes Denken ist ausgerichtet nach Profit und nach der Existenz. Angst, die wir ja alle haben, weil es ist ja nie genug. Wir stehen jetzt an der Schwelle, wir stehen wirklich an der Schwelle und wir treten jetzt ein in eine Endzeit, in eine Endphase der Endzeit, so muss man sagen, in der die Geldsysteme kollabieren werden, die Wirtschaftssysteme werden kollabieren und auch diese ganzen Videos, die hier immer wieder die Kreise machen, oh, Deutschland, Deutschland, armes Deutschland, das wird mit Absicht an die Wand gefahren. Denkt mal drüber nach. Die Weltwirtschaftssysteme sind seit 25, 30 Jahren am Ende. Seit 25, 30 Jahren, da bin ich nicht der Einzige, der das sagt. Glaubt ihr, das geht an Deutschland spurlos vorüber? Ich habe mich mit 10 Jahren gefragt, was eigentlich passiert, wenn alle Menschen alles haben. Das sehen wir jetzt. Es ist das Ende dieser Wirtschaftssysteme. Und ob wir es nun wollen oder nicht, wir werden die Dinge akzeptieren müssen, die jetzt auf uns zukommen. Und ich mag jetzt zum Schluss nochmal an Irlmeier erinnern und ich kann jedem wirklich nur empfehlen, lest das mal, was bei Irlmeier steht, was auf Deutschland zukommen wird. Und jeder, der sagt, naja, das mit den Prophezeiungen, so soll sich mal mit der Lebensgeschichte von Irlmeier beschäftigen, mal ernsthaft. Und soll sich die Zeit mal anschauen, in der wir leben. Denn alles, was Irlmeier prognostiziert hat, ist jetzt eingetroffen. Und nein, er hat nie irgendetwas über bestimmte Jahre gesagt, was passieren wird. Das hat Irlmeier nie getan. Ist auch gut so. Und jeder, der sagt, dass Irlmeier oder Irlmeiers Prophezeiungen, es gibt tatsächlich schlaue Leute, die viele Bücher geschrieben haben, wo ich im Interview mal gehört habe, ja, es ist ja nichts eingetroffen, was Irlmeier prophezeit hat. Für all die Jahre. Irlmeier hat nie eine Jahreszahl genannt, sondern er hat die Umstände genannt. Er hat die Umstände aufgezeigt, das, was er gesehen hat, das hat er beschrieben. Und lest euch das mal durch. Viele Fremde im Land, da sind wir schon. Er hat gesagt, erst kommt ein riesengroßer Wohlstand, wie man ihn noch nie gesehen hat. Dann kommt ein Abfall am Glauben. Hört, hört. Viele Fremde im Land. Haben wir das nicht? Und dann kommen die Revolutionen. Und in diese Phase treten wir jetzt ein. Wir werden jetzt in naher Zukunft Demonstrationen erleben, die mit diesem friedlichen Widerstand aus der Corona-Zeit nichts mehr zu tun haben werden. Wir werden nicht mehr nur die prügelnden Polizisten sehen, die auch gerade auf alte und gebrechliche Menschen losgegangen sind, sondern jetzt kommt ein Klientel auf die Straßen, was sich das nicht mehr gefallen lässt. Das ist die Zeit, in der wir jetzt eintreten. Und auch das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Wir sollten wirklich das Gesamtkonstrukt sehen, mit dem wir es gerade zu tun haben. Wir sind am Ende eines Zyklus angelangt, wo wir endlich begreifen müssen, dass diese Wirtschaftssysteme und diese Geldsysteme nichts anderes erschaffen haben wie Zerstörung. Wir haben uns selbst zerstört. Wir haben permanent gegen unser eigenes Herz agiert, gegen unsere eigene Seele.
durch das Göttliche in uns, dadurch, dass wir die Materie, die Gier nach mehr und noch mehr über alles gestellt haben. Das ist das Zeitalter, in dem wir gerade leben, das zu Ende geht. Es ist das Zeitalter des Materialismus. Es ist das Zeitalter der Herzlosigkeit. Es ist das Zeitalter der Gier, des Hasses, des Zorn, der Kriege, der Feindschaft. Dieses Zeitalter geht zu Ende. Es ist auch das Zeitalter des Getrenntseins, sich als getrenntes Wesen wahrzunehmen. Deswegen gibt es so viele Menschen, die am Verzweifeln sind. Ich habe viel Kontakt mit Menschen, die mich dann anschreiben und sagen, ich spüre da etwas in mir drin und das kann ich durch nichts befriedigen und das hat nichts mehr mit dem da außen zu tun. Ich habe das Gefühl, ich habe überhaupt nie was verstanden in meinem Leben. Es ist ein Prozess des tatsächlichen Wachwerdens, des Erkennens, dass so wie wir uns hier verhalten haben auf dem Planeten, dass es nicht funktioniert. Und anstatt wir diesen ganzen Turbokapitalismus, diesen Materialismus, dieses ganze Ego-Gehabe, versteht ihr? Gier existiert nur in Kombination mit dem Ego. Ohne dieses Ich gäbe es gar kein Gier, keine gar kein Hier, es gäbe kein Nein, es gäbe keine Eifersucht. Das Ich steht immer davor. Immer. Dieses Zeitalter von Egoismus geht zu Ende. Und dem sollten wir Rechnung tragen. Wir sollten Frieden in unserem eigenen Herzen schaffen. Wir sollten darüber nachdenken, wenn wir mit Existenzängsten geplagt werden, vor was wir eigentlich wirklich Angst haben. Wir haben seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland ruhiges Fahrwasser gehabt. Jetzt wird es turbulent. Das ist die logische Konsequenz. Nicht der friedlichen Zeit, sondern der gierigen Zeit. Was wir jetzt erleben, ist die Konsequenz unserer Bequemlichkeit, die wir jahrzehntelang gelebt haben. Das ist das, was jetzt auf uns wartet. Da kommt man nicht drum herum. Und jeder Einzelne für sich muss seinen eigenen Kampf kämpfen. Und zwar im eigenen Herzen. Der Heilige Krieg, wie man ihn im Islam nennt, den Dschihad, wird immer im eigenen Herzen ausgefochten, nie im Außen. Im Außen gibt es keinen Heiligen Krieg. Den gibt es nur in unserem Innern. Dort tobt der Krieg. Und das sollten wir allmählich erkennen und sollten anfangen, diesen Krieg in unserem eigenen Herzen zu beenden. In dem Sinne, ich wünsche euch was.